Eigentlich hat jeder, der mit 18 den Führerschein macht, hier in Deutschland eine Fahrerlaubnis auf Lebenszeit. Doch mit dem zunehmenden Alter schwinden Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Statistiken zeigen, dass vor allem Menschen ab 75 Jahren immer öfter an tödlichen Unfällen beteiligt sind. So zum Beispiel vergangenes Wochenende bei einem tragischen Unglück in Berlin. So werden hierzulande auch die Rufe nach regelmäßigen Gesundheitschecks lauter. Schließlich sind sie in anderen europäischen Ländern ja bei Jahren bereits Pflicht. Der Kinderwagen liegt noch auf der Fahrbahn, als die Rettungskräfte um das Leben des 4-jährigen Jungen und seiner 41-jährigen Mutter am Wochenende in Berlin kämpfen. Beide überleben den Unfall nicht. Zuvor wollten sie die Leipziger Straße überqueren, als ein 83-Jähriger frontal in sie hineinfährt. Es sind Bilder wie diese, die die Diskussion um eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit im Alter immer wieder anfachen. Die Grünen im Bundestag fordern regelmäßige Gesundheitschecks. Vor allem für Ältere, aber nicht nur für die. Tatsächlich ist es so, dass die häufigsten unfallverursachenden Personen entweder Fahranfänger sind oder sehr alte Menschen. Und das, obwohl alte Menschen ja häufig sehr viel Fahrerfahrung haben. Es ist einfach so, dass dort dann die Sehkraft oder die Reaktionsfähigkeit abnimmt. Das kann aber auch in schon jungen Jahren passieren. Deswegen ist es in der Tat grundsätzlich sinnvoll, wenn man in gewissen Abständen eben Gesundheitstests macht. Die Statistik zeigt, Senioren sind zwar seltener in Unfälle verwickelt, tragen aber häufiger als jüngere Autofahrer die Hauptschuld. Waren 2021 mindestens 65-Jährige in einen Unfall verwickelt, so trugen sie in mehr als 2/3 der Fälle die Hauptschuld. Bei den mindestens 75-Jährigen wurde sogar gut 3 von 4 unfallbeteiligten Autofahrern die Hauptschuld zugewiesen. Das Problem ist, dass bei Älteren im Laufe der Jahre tatsächlich diese kognitiven Fähigkeiten nachlassen. Das ist also das Vermögen, eine Situation schnell zu erfassen, zu verarbeiten und entsprechend zu reagieren. Verpflichtende Gesundheitschecks für Senioren waren auf EU-Ebene Ende Februar abgelehnt worden. Die Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden. Verkehrsminister Wissing stellte damals klar, Deutschland will weiter auf Eigenverantwortung setzen. Deutschland möchte solche Zwangsuntersuchungen nicht haben. Das belastet auch das Gesundheitswesen mit unnötigen massenweisen Untersuchungen. Sind Millionen davon, wären davon betroffen. Auch die SPD lehnt verpflichtende Gesundheitsuntersuchungen für ältere Autofahrer ab. Setzt auf freiwillige Fahrtests für alle. Aus meiner Sicht sollten wir gucken, dass wir eher auch noch mal darauf abheben, dass es ein Angebot einer freiwilligen Rückmeldefahrt alle 15 Jahre gibt, weil es ist unabhängig vom Alter. Alles andere als freiwillig sind Fahrtauglichkeitstests bei unseren europäischen Nachbarn. Wer zum Beispiel in Spanien mobil bleiben möchte, muss schon ab 65 alle 5 Jahre beim Arzt die Fahrtauglichkeit checken lassen. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.